Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Leben mit der Energiewende TV, heute vom Kirchentag in Stuttgart. Wir werden gleich in dieses Zelt hier gehen und drei interessanten Rednern zuhören, und zwar Stefan Rammler, Zukunftsforscher und Mobilitätsforscher an der Hochschule Braunschweig, Winfried Herrmann, Landesverkehrsminister, und Christian Hochfeld, Mobilitätsforscher in China, drei hochkarätige Leute, und ich glaube, es wird eine interessante Sendung. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie auch ganz, ganz herzlich begrüßen und Ihnen schon mal meine Dankbarkeit ausdrücken, dass Sie angesichts dieses unglaublich schönen Wetters nicht beschlossen haben, lieber einen Fahrradausflug in die Schwäbische Alb zu machen oder einen schönen Spaziergang, sondern sich einem durchaus ernsten Thema hier zu widmen. Mordsmobil ist der Titel dieser Veranstaltung. Der Begriff hat auf eine ironisch-sarkastische Weise eigentlich schon alle Dimensionen des Problems drin. Auf der einen Seite finden wir es immer noch ziemlich cool, ein Mordsauto zu fahren, das möglichst je nach Vorliebe schnell ist oder super schön nachhaltig ist oder groß ist oder schnittig. Auf der anderen Seite verdrängen wir sehr viel dabei. Wir verdrängen, dass wir in Wirklichkeit überhaupt nicht so frei sind, sondern die Sklaven unserer Navis und im Stau rumhängen. Wir verdrängen vor allen Dingen, dass dieses Mordsmobil im Wortsinn tötet. Es tötet bei Unfällen, es tötet durch Emissionen. Das ist bei uns mit dem Feinstaub, der gerade schon genannt wurde, schlimm genug. Es ist noch schlimmer in Ländern, in Entwicklungs- und Schwellenländern, in den großen Städten dort. Wir wollen hier heute Morgen, das wurde gerade schon gesagt, einmal so ein bisschen den ganz großen Überblick schaffen und haben dazu sehr spannende Gäste. Sie sind oben bereits erwähnt. Ich gebe jetzt nur so ein paar kleine Appetizer. Also einen wirklich inspirierenden Zukunfts- und Mobilitätsforscher haben wir zu Gast. Wir haben den Mann zu Gast, der hier in Baden-Württemberg für die Verkehrspolitik und Planung zuständig ist. Wir haben jemanden zu Gast, der im Moment in China im Austausch mit der chinesischen Regierung versucht, nach mehr Nachhaltigkeit in die Verkehrssysteme dort zu bringen. Und wir haben zum Schluss den Präsidenten des World Future Council zu Gast, der uns auch seine Gedanken nochmal erzählen wird. Zwischendurch gibt es Musik und es gibt die Kirchentagserfahrenen, wir werden es wissen, manche vielleicht noch nicht, auch Beteiligung. Partizipation ist in aller Munde, hier wird sie schon immer ernst genommen. Sie können Ihre Fragen, Ihre Gedanken an die sogenannten Anwälte des Publikums geben. Die sitzen, bitte kurz aufstehen, Jobst Kraus und Mona Hosseini werden Ihre Fragen entgegennehmen und bitten Sie herzlich, dass Sie möglichst deutlich und in großen Buchstaben schreiben, sodass man das auch gut lesen und strukturieren kann. Und das wird dann im Laufe der Diskussion hier bei uns eingebracht werden. Vielleicht nur noch ein Wort zum Genius Lotzi. Wir sind hier in der coolsten aller Hallen sozusagen, in einer grünen Halle, in der Dach und vor allen Dingen da vorne die Planen aus Recyclingmaterialien sind. Die Präsentationen werden per LED-Technologie gezeigt. Also hier wird jetzt nicht unbedingt im Verkehrsbereich, aber in dem zweiten Sorgenkind der Energiewende, nämlich dem Baubereich, auch demonstriert, was man machen kann. Vielleicht können Sie, wenn Sie das interessiert, auch noch sich da ein bisschen genauer nach erkundigen. Jetzt möchte ich aber ganz herzlich willkommen heißen Stefan Rammler, den gerade genannten inspirierenden Zukunftsforscher. Inspirierend sind übrigens alle, die hier aufs Podium kommen. Ja, Herr Rüdiger. Vielleicht an den Stehtisch, ne? Ja. Stefan Rammler ist Soziologe, Politologe, Ökonom. Er ist derzeit Professor für Transportation Design and Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Die Titel sind heute immer alle englisch an den Universitäten. Er hat mehrere Bücher verfasst und das letzte trägt den Titel Schubumkehr, die Zukunft der Mobilität. Und im Titel wird schon deutlich,
dass da ein Richtungswechsel geplant ist, des Schubs in Richtung eine mögliche Konversion, die von der Autogesellschaft sich bewegt, hin zu einer Gesellschaft des guten Lebens. Das heißt, es ist auch mehr mit gemeint, als nur ein anderes Fahrzeug zu besteigen. Herr Rammler, vielleicht können Sie einfach zuerst mal aus Ihrer Sicht beschreiben, wo Sie die großen Megatrends der Mobilität sehen. Also bisher war es größer, weiter, schneller, mehr von allem. Ist es schon gebrochen im Ansatz oder ist es immer noch so? Ja, guten Morgen erstmal. Ich glaube, Sie verstehen mich ganz gut. In der Tat, größer, schneller, weiter. Bin ich vielleicht doch ein bisschen zu laut? Können Sie es ein bisschen runter regeln? Zu laut? Ja, genau. Also jetzt ist gut. In der Tat, höher, schneller, weiter ist das wahrscheinliche Entwicklungsszenario für die nächsten Jahre. Hallo? Ich dachte, das war auf mich bezogen. Nein, zu leise oder zu laut jetzt? Langsamer. Ich habe nur 20 Minuten, um zu reden. Ich habe so viel zu sagen. Gut, die globalen Megatrends, die wir beobachten, das ist einmal das Bevölkerungswachstum, damit verbunden eine massive Motorisierung und weiteres Wachstum der Verkehrszahlen international. Mit dem Bevölkerungswachstum, das will ich dem Herrn Hochfeld jetzt nicht zu weit vorgreifen, der über China spricht, das Thema der Urbanisierung, das heißt die Kontexte, in denen Mobilitätswachstum stattfindet, verdichten sich immer mehr mit den damit verbundenen Emissionsproblemen, den Verkehrssicherheitsproblemen. Und das große Thema, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, der aktuellen Zeit ist das Thema Digitalisierung, Digitalisierung der Verkehrsabläufe, der Verkehrsmittel. Aber Digitalisierung unseres Lebens und unseres Alltags führt eben auch zu weiteren Wachstumsprozessen in der Mobilität in absehbarer Zeit. Das heißt, wenn wir politisch nicht versuchen umzusteuern, ist das Thema Wachstum wahrscheinlich für die nächsten Jahre programmiert. Können Sie noch erklären, warum Digitalisierung zu Verkehrswachstum führt? Ja, Digitalisierung, jetzt mal auf einen internationalen Fokus bezogen, bedeutet ja eigentlich immer eine Erweiterung von Möglichkeitsräumen, von Kommunikationsräumen, von den Möglichkeiten, Kontakt zu halten, international auch. Also ich war beispielsweise vor 20 Jahren zum Studieren in den USA. Und da schrieb man sich Briefe mit den Freunden, die dann noch übergeblieben sind. Und mit der Zeit hat sich das dann erledigt und man hatte dann keine Kontakte wahrscheinlich. Und meine Tochter und Freunde meiner Tochter, die jetzt im Ausland studieren, die können natürlich mit diesen unheimlich billigen Kommunikationsmedien, das ist eben nur ein Beispiel, ihren Kommunikationsraum stetig lebendig und aktiv halten. Und irgendwann entstehen da engere Beziehungen draus, vielleicht sogar Verwandtschaftsbeziehungen, vielleicht sogar... Ist das jetzt besser? Ja, es ist viel besser. Ah, oh, der erste Applaus, Dankeschön. So ist es mit der Technik. Ja, und aus diesen Beziehungen entstehen dann langfristig auch Verkehrssteigerungsprozesse, wenn Sie Familienbeziehungen haben, China, Kalifornien, Deutsche, und die Familien fliegen hin und her und die Leute selber, dann haben Sie natürlich dadurch ein enormes Verkehrswachstum im internationalen Flugreiseverkehr beispielsweise. Das ist vielleicht nicht berechnet, trotzdem wird es nicht teilweise wiederum durch Digitalisierung kompensiert, weil man skypen kann, weil man viel besser kommunizieren kann über Facebook und andere elektronische Medien. Das ist ein Add-on im Augenblick. Im Augenblick gibt es keine oder wenig Substitution realer Verkehre durch virtuelle Verkehre, sagen die Forscher. Das ist zusätzlich im Augenblick. Es substituiert noch nichts. Wir wollen ja weitgehend auch über Lösungen reden, weil ich fürchte, die Probleme sind uns eigentlich allen vertraut. Wir reden nämlich seit 30 Jahren eigentlich über diese Probleme und trotzdem hat man das Gefühl, es bleibt immer irgendwie beim Add-on. Es wird trotzdem immer mehr. Man hört aber inzwischen auch von den großen Unternehmen, von den Autounternehmen, dass sie einsteigen zum Beispiel in Carsharing, dass sie verbrauchsarmere Autos produzieren, dass sie engagierter sich in andere Materialforschung begeben. Ist da aus Ihrer Sicht ein qualitativer Sprung passiert oder ist es immer noch wie bisher das Hinterherlaufen der Beschleunigung? Na, im Augenblick in der Tat ein weiteres Hinterherlaufen hinter der Beschleunigung. Man muss die Autoindustrie vielleicht ein Stück in Schutz nehmen. Das ist vielleicht auch ein Ansatzpunkt für die Diskussion nachher.
Es kommt nicht darauf an, was die Autoindustrie alleine für Produkte produziert, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, welche Produkte Sie, auch diese hier sitzen, nachfragen. Das bedeutet, in einer Welt, in der nach wie vor Kundschaft da ist für große, leistungsstarke, schnelle Fahrzeuge, für SUVs, ist es in der Tat eher eine Frage der Nachfragestrategien und des Nachfrageverhaltens. Und in dem Augenblick, wo Sie sich anders verhalten oder wir uns alle anders verhalten, wird die Autoindustrie auch nachziehen. Im Augenblick ist sie sehr verunsichert, sie hat ganz unterschiedliche Anforderungen. Sie muss Elektroautos für den europäischen und chinesischen Markt bauen. Sie muss die neue Mobilität anbieten, das heißt das Thema Carsharing anbieten. Das ganze Thema Mobilitätsdienstleistungen weiterentwickeln, Mobilitätsplattformen, das macht ja Movil beispielsweise von Daimler. Sie muss aber gleichzeitig in Nordamerika große Pickup-Trucks entwickeln und anbieten, um dort Geld zu verdienen. Und sie muss sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Und dieser Bruch, diese Transformation in der Autoindustrie, die ist gerade im vollen Gange. Sie wird aber sehr stark technologisch und durch neue Konkurrenten im internationalen Markt betrieben. Das heißt, wenn das so ist, dass die Konkurrenz international so groß ist, wie stark ist denn dann tatsächlich der Einfluss der Konsumenten? Also die ja sehr unterschiedlich sind. In China, in Indien, in vielen anderen Ländern ist das Nachfrageinteresse nach Mobilität ja hochberechtigt, während bei uns gibt es da schon viel Luxus. Ja, sagte ich ja bereits, der Dreh- und Angelpunkt ist der Konsument und der zweite Dreh- und Angelpunkt ist für mich, und da werden wir nachher noch drüber reden, die Politik, weil die Politik die Rahmenbedingungen für das Verhalten von Konsumenten setzt auch. Wenn Politik nicht mutiger ist in den nächsten Jahren, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass Konsumenten ihr Verhalten freiwillig ändern. Nur die eh schon sensibilisierten in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit offenen Menschen werden wahrscheinlich ein Stück weit mit alternativen Ansätzen experimentieren. Aber es geht ja darum, Rahmenbedingungen zu verändern auf kommunaler Ebene, auf der Länderebene, auf internationaler Ebene. Dann wird das Nachfrageverhalten sich verändern und dann wird auch die Autoindustrie andere Produkte anbieten. In Ihrem Buch werden ja sehr stark als Lösungsansatz beschrieben, sogenannte modulare Systeme, also der Versuch, die verschiedenen Verkehrsträger, Auto, Straßenbahn, Busse und so weiter miteinander zu verbinden. Wie weit sind wir damit? Wie schwer ist es? Wie realistisch ist es? Das ist die alternative Strategie der Wahl, die gerade überall in der Politik oder in den Wissenschaften diskutiert wird, die sogenannte vernetzte Mobilität, nicht modular, sondern vernetzt ist vielleicht das bessere Wort. Also ich benutze nicht mehr ein Verkehrsmittel für alle Wege wie das Auto als Universalverkehrsmittel, sondern ich benutze die Vielfalt der Verkehrsmittel, die, und da kommt die Digitalisierung wieder ins Spiel, uns heutzutage möglich macht, Verkehrsmittel sehr gut miteinander zu kombinieren. Mit Ihren Smartphones, die Sie wahrscheinlich alle in der Tasche haben, können Sie hervorragend Wegeplanungen machen, Sie können Tickets kaufen, Sie können herausfinden, wo der nächste Anschluss ist und Sie können dann im Verbund das Leihfahrrad nutzen oder das eigene Fahrrad, das Elektro-Carsharing-Auto, den öffentlichen Verkehr und am Ende des Weges wieder das Leihfahrrad. Also das sind die logistischen Ketten, die wir da beschreiben und Digitalisierung macht es möglich, in dem Bereich sehr große Innovationsschritte auch in den nächsten Jahren zu machen. Wie schätzen Sie die ein? Also ist das eine Eigendynamik, die sich jetzt auch aus den technologischen Möglichkeiten entwickelt? Oder braucht man da ganz viel Organisation, Foren, die diese Vernetzungen planen? Wie schätzen Sie das ein? Wie viel Planung ist da nötig? Wie viel Politik? Ja, einmal haben wir in der Tat eine Eigendynamik in dem Bereich. Sie haben vielleicht davon gelesen oder gehört, dass wir von einem sogenannten Wertewandel sprechen. Gerade die jüngeren Generationen, sagt man, würden eher auf Besitz verzichten von Automobilen beispielsweise und auf geteilte Produkte zurückgreifen, die sogenannte Share Economy, die möglich wird eben durch das Thema Digitalisierung. Das ist ein Trend, der stattfindet, ein weiterer Trend, der ohne jegliche, in Deutschland jedenfalls, fast ohne jegliche politische Unterstützung sich entwickelt, ist das Thema Radkultur. Das ist ein enormer Boom in den deutschen Städten. Das kann man natürlich sehr gut fördern. Das sind so die Prozesse, die ohnehin laufen. Aber es gibt keine Automatismen. Meine Position ist da ganz klar. Wir werden eine wirkliche Transformation in der Mobilität in Richtung Nachhaltigkeit, ökologische Transformation nicht bekommen unter den Ceteris Paribus-Bedingungen normaler Marktentwicklung, sondern nur, wenn Politik mutig ist, einzugreifen, zu sagen, wir verändern Rahmenbedingungen, weil wir das, was wir rhetorisch sagen, Klimawandel beenden, Emissionen mindern, Verkehrssicherheit erhöhen, dann tatsächlich auch mit den politischen Ansätzen umsetzen müssen. Sie schreiben in Ihrem Buch, es gibt keine Lobby für vernetzte Systeme. Eine Lobby braucht man, damit Politik diese Strukturen fördert. Wo kann die herkommen? Wie kann die aussehen?
Na, die Lobby kommt von Ihnen, von den Nachfragern. Oder ich spreche jetzt mal Sie stellvertretend für die Nachfrage an. Fangen Sie an, das auszuprobieren. Fangen Sie an, damit zu experimentieren. Sie werden sehen, man ist ganz schnell drin. Die Routinen entstehen ganz schnell. Und in dem Augenblick, wo Sie das machen, ist die Lobby schon formuliert. Natürlich braucht es auch eine Lobby auf Seiten der Politik, die das unterstützt, die den öffentlichen Verkehr weiter ausbaut, die die Vernetzung hinbekommt, die durch Regulierung auch der verschiedenen Partner, ob es um die Bahn ist oder der öffentliche Verkehr, und sagt, investiert in Schnittstellen, macht mal ein bisschen Carsharing, indem sie Stellplätze freigibt und im öffentlichen Raum definiert für die Anbieter. Das ist alles Lobbyarbeit für die vernetzte Mobilität. Nochmal eine Frage nach dem Motiven der Einzelnen. Sie haben gerade die jüngere Generation genannt und das ist ja in der Tat so, ist auch zum Beispiel beim Fleischkonsum so, dass sich da wirklich was verändert. Die Frage ist, wie lange dauert das? Also es sind Studenten, es sind Schüler im selben Moment, wo sie zum Beispiel in einer bestimmten Stadt studieren müssen oder Kinder kriegen und Kinderwagen transportieren müssen, ist das ja oft dann auch schon wieder vorbei. Also es sind ja auch Rahmenbedingungen, die unser Verhalten verändern und wir können nur sehr begrenzt alleine als Einzelne sagen, ich würde es gern anders machen, wenn die Strukturen nicht da sind. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Das ist ein Argument, was oft benutzt wird. Wir sind ja im goldenen Käfig eingesperrt, wir können gar nicht anders. Ich sehe gerade in den urbanen Regionen, dass massiv sich was verändert und dass der goldene Käfig da dabei ist, geöffnet zu werden. Wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, es gibt die Radkultur, es gibt Leihradsysteme, es gibt Carsharing, es gibt einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Das unterstützt schon diese Trends. Wenn ich meine Tochter anschaue, die jetzt nach Marburg pendelt von Berlin regelmäßig, weil sie da studiert, die fährt nicht mehr mit der Bahn, die fährt auch nicht mit dem Auto, die fährt mit dem Bus. Oder sie macht eben das, was in Frankreich eine große Rolle spielt, BlaBlaCar, also Ridesharing mit dem Auto. Da fahren 5 Leute in einem Auto. Das hat man früher gemacht, wenn man kein Geld hatte. Heute macht man es, weil man eben ökologisch orientiert ist, ein Stück weit. Also die Alternativen entwickeln sich in dem Bereich, ob es in die urbane oder Längerstreckenmobilität ist. Aber nochmal, unter reinen Marktbedingungen wird es nicht schnell genug gehen, gemessen an den Fragen von Nachhaltigkeit, von Klimawandel und so weiter. Es braucht eine starke politische Unterstützung in dem Bereich. Dann fragen wir doch mal danach. Da ja auch ein Minister im Raum ist, was geben Sie dem denn für Tipps oder was fordern Sie von ihm? Naja, jetzt, hallo? 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 Jetzt ist es wieder zu laut. Also bei dem Minister muss man sagen, der macht ja schon sehr viel. Bevor ich jetzt kluge Ratschläge gebe, will ich das vorweg schicken. Baden-Württemberg, Landespolitik, Verkehrspolitik in Baden-Württemberg ist sicherlich richtungsweisend im Vergleich auch für andere Länder in der Bundesrepublik. Was ich mitgeben würde, ist eben das Unterstützen der Trends, die es schon gibt. Das Thema Radkultur ist ein ganz heißes Thema. Wenn ich in die Städte international schaue, Kopenhagen, Stockholm, Wien, Amsterdam, London oder New York, überall dort reüssieren kluge Oberbürgermeister mit einer sehr ausgefeilten, innovativen Radverkehrspolitik. Und wir haben in Kopenhagen eine Situation, wo 50% aller Wege im Bereich des Ausbildungs- und Berufsverkehrs mittlerweile mit dem Fahrrad gemacht werden. Da haben sie richtige Fahrradautobahnen. 50% aller Wege im Berufsverkehr ist eine enorme Menge, was da in Autoverkehr eingespart wird. Das kann man unterstützen, indem man Radwege ausbaut. Radpolitik ist nicht teuer. Das ist der erste Ratschlag, den ich geben würde. Stellplätze für Carsharing-Fahrzeuge, den öffentlichen Verkehr nicht vergessen. Und dann nochmal, ich komme nochmal darauf zurück, auch wenn das vielleicht langweilt, es braucht nicht nur Angebotsausweitung, es braucht auch das, was man nicht mehr haben will, muss man auch ein Stück weit unattraktiver machen. Also wenn ich sage, ich will weniger Automobilverkehr in den Städten haben, dann hilft es nicht, die Alternativen zu fördern, dann muss ich auch die Rahmenbedingungen für die Nutzung des Automobils ein Stück weit verschlechtern. Auch das sehen wir in Stockholm und in Kopenhagen, dass das auf eine sehr kluge Art und Weise mit Parkraummanagementpolitik betrieben wird. Die Leute steigen in der Tat um und es ist großartige politische Auseinandersetzungen gibt in diesen Städten. Wir reden immer vom Individualverkehr. Mindestens genauso, wenn nicht deutlich schneller, steigt der Güterverkehr. Der hat ja eigentlich mit unserem Konsumverhalten noch sehr viel mehr zu tun, oder? Wenn wir 75 verschiedene Joghurts aus ganz Europa haben wollen, dann müssen die auch irgendwoher transportiert werden. Was ist da Ihre Empfehlung?
Noch viel schlimmer ist ja das Thema Internet-Commerce. Also auch da wird sich der eine oder andere vielleicht jetzt angesprochen fühlen. Das Einkaufen im Internet, was ja mittlerweile auch auf Nahrungsmittel übertragen werden soll von einigen findigen Unternehmen, bedeutet einen massiven Zuwachs an Güterverkehr in den Städten. Der sogenannte Kurier-Express- und Paketdienstleistungsverkehr. Das ist ein Wachstum, was wir kaum in den Griff bekommen. Die Alternativen dort sind auch wiederum das Thema Radlogistik. Das wissen viele vielleicht hier gar nicht, dass Fahrräder mittlerweile mit Elektroantrieb und mit stabilen Aufbauten bis zu 350 Kilogramm transportieren können. Das können Sie logistisch sehr gut disponieren mithilfe digitaler Technologien. Wenn das Ganze noch mit dem Elektromotor unterstützt wird, dann können Sie 30-50% des innerstädtischen Güterverkehrs, sagen wissenschaftliche Einrichtungen, die das gerade beforschen, in Zukunft mit dem Radverkehr oder mit dem Fahrrad substituieren. Und der Rest, das macht man dann wahrscheinlich am besten mit Elektrotransportern, mit Elektrogütertransport. Aber nochmal, das Abwickeln über bessere technologische Angebote führt nur ein Stück zur Lösung. Die Alternative ist eben auch, bei Ihnen zu suchen, bei der Art und Weise, wie kaufe ich ein, welche Zwecke verfolge ich, welche Güter brauche ich, muss ich jederzeit, zu jeder Jahreszeit Erdbeeren haben, muss ich jederzeit im Internet einkaufen und so weiter. Also es hat immer was mit dem persönlichen, individuellen Markt- und Einkaufsverhalten zu tun letztendlich. Ist das wichtiger oder ist die CO2-Steuer wichtiger? Ja, am besten wäre natürlich eine CO2-Steuer, weil das im Grunde der große Rahmen für alle Probleme ist. Man würde einfach die Rahmenbedingungen derartig ändern, dass sich alles in diese Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit verändern würde. Aber eine CO2-Steuer ist wahrscheinlich nicht besonders realistisch realpolitisch betrachtet. Das heißt, wir müssen Stück für Stück, das ist ja auch das Motto, klug werden, auch in der Verkehrspolitik kluge kleine Schritte machen, um das große Ziel zu verfolgen. Eines der am meisten tabuisierten, problematischsten Themen ist das Fliegen. Das Fliegen ist zwar im Augenblick nicht der Haupttreiber, aber doch einer der klimaschädlichsten und einer, der eben, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, rapide ansteigt. Was gibt es denn da für Lösungen? Ich liebe jemanden in Manila. Was mache ich dann? Als erstes sollte ich mir genau überlegen, ob ich mich verliebe in Manila. Das ist natürlich schlicht gesagt, ich weiß, das passiert, das kann man gar nicht steuern, aber die Alternativen sind natürlich technische Optimierung, auch im Luftverkehr, Flugzeuge besser machen, Flugzeuge leichter machen, mit alternativen Antrieben experimentieren, aber das wird nicht weit führen. Es wird wahrscheinlich nur weiterführen, dass wir versuchen, innerhalb von Europa nicht mehr zu fliegen, dass wir Alternativen zum Fliegen aufbauen. Das ist auch eine Frage an die Politik, aber auch an Sie als Nachfrager. Nachtzüge gab es mal nach ganz Europa. Von Berlin aus konnte ich überall hinfahren. In den letzten 5 Jahren kann ich fast gar nirgendwo mehr hinfahren. Weder nach Kopenhagen, noch nach Amsterdam, noch nach Brüssel kann ich fahren. Das konnte ich vor 5 Jahren noch. Also Nachtzug ist eine gute Alternative. Ein gut ausgebautes, sehr effizientes Nachtzugsystem ist eine Alternative zum innereuropäischen Fliegen. Natürlich wäre eine preisliche Besteuerung, eine Verteuerung über Kerosinsteuer besser. Auch das ist politisch wahrscheinlich nicht umsetzbar. Also wiederum dort auch die Politik der kleinen Schritte. Und meine spezielle Vision, meine große Leidenschaft ist, nicht nur verlagern Richtung Bahn oder Schifffahrt auch, sondern neue Technologien auszuprobieren. Ein großer Teil in meinem Buch ist dem Luftschiff gewidmet. Das Luftschiff ist eine Technologie, die, wenn wir sie konsequent fördern und beforschen würden, innerhalb weniger Jahre eine Alternative, das ist meiner Ansicht, bin ich fest davon überzeugt, eine Alternative zum internationalen Flugreiseverkehr sein könnte. Das heißt, wir müssen gar nicht aufgeben, international und global unterwegs zu sein. Es geht um alternative Technologien. Wir sind dann wahrscheinlich ein bisschen länger unterwegs, aber wir sind immer noch unterwegs, besser als gar nicht unterwegs zu sein. Und wir brauchen vor allen Dingen ein bisschen mehr Fantasie, um uns auszumalen, wie das aussehen könnte, so eine Welt der Zeppeline. Vielleicht können Sie das noch in 2 Sätzen beschreiben. Das ist nämlich in Ihrem Buch, finde ich, am schönsten. Naja, es ist einfach eine Welt, in der Fliegen kaum noch eine Rolle spielt, in der internationale Mobilität entweder mit Schiffen oder mit Luftschiffen abgewickelt wird. Das sind Luftschiffe, die mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Hybridantrieb auf der Basis neuer Materialien, Leichtbauweisen, sehr groß, sehr leicht und sehr umweltfreundlich unterwegs sind. Sie sind also CO2-neutral unterwegs mit dem Wasserstoff. Der Wasserstoff wird entweder in Island über Geothermie oder über Windkraft oder Solarthermie in Nordafrika hergestellt. Also es ist eine ideale Welt, die ich mir da ausdenke. Es ist keine wahrscheinliche, aber eine mögliche Welt, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg gehen zu wollen. Und die Luftschiffe spielen, wie gesagt, eine große Rolle
um diese globale, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja die Globalisierung und die kulturelle Globalisierung und diesen internationalen Austausch nicht zurückschrauben. Dafür argumentiere ich auch nicht, aber wir können das mit alternativen Technologien sehr wohl darstellen. Und dann verliebt man sich im Nachtzug oder im Luftschiff. Gut verlieben, ja. Als Einzige die Fragen stellen. Es sind offenbar schon einige aufgelaufen, also die Bitte an die Anwälte des Publikums, Stefan Rammler zu befragen. Der Gedanke, dass die Konsumenten und die Verbraucher einen großen Einfluss haben, ist hier gut angekommen. Und es wurde zum einen gefragt, was denn der Einzelne dafür tun kann, dass Gedanken wie Carsharing und auch der Einfluss von Digitalisierung mehr, wie sich das irgendwie besser verbreiten kann, weil man ja nicht auf die Straße gehen kann und für Carsharing demonstrieren kann. Das war ein Gedanke. Und dann hat sich noch eine Sorge hier gezeigt, und zwar die Abhängung des ländlichen Raums. Und es kam auf, also wie Konzepte wie Carsharing oder mehr ÖPNV sich dann auch durch den ländlichen Raum ziehen könnten und wie man schaffen kann, dass man sich da nicht abgehängt fühlt. Ja, darf ich vielleicht noch gleich eine Frage mit anhängen? Es wird bei Paaren nachgefragt, wie man aus dem Zielkonflikt rauskommt zwischen Wachstum auf der einen Seite und Klimaschutz und nachhaltiger Mobilität auf der anderen Seite, ob sich dieses denn überhaupt vereinbaren ließe und was es für eine andere Politik, das hast du ja schon mal gesagt, fürs Fahrrad bräuchte. In Stuttgart würden viele Fahrradwege einfach aufhören, da geht es nicht weiter. Fürs Auto kennt man sowas gar nicht. Ich fange mit der letzten Frage an. Ich hatte ja schon teilweise beantwortet, Fahrradpolitik ist billige Politik. Das heißt, Fahrradwege zu bauen ist ungleich günstiger als Straßen zu bauen. Also es geht letztlich bei der Fahrradpolitik erstmal nur darum, Infrastrukturen auszubauen, Infrastrukturen zu erweitern, Wege so zu legen, dass sie nicht mehr zerschnitten werden für die Fahrräder, Vorrangschaltungen von Fahrrädern. Das haben wir in Kopenhagen und anderswo. Da funktioniert das hervorragend. Da haben sie große Gruppen von 100 bis 150 Fahrradfahrern, alle schick im Anzug am Morgen. Und die fahren dann einfach vom Süden der Stadt bis in den Norden ohne Ende durch, ohne Pause, ohne Unterbrechung, weil sie Vorrangschaltungen haben. Das sind Dinge, die sind nicht teuer. Das bedeutet ein bisschen organisatorische Veränderungen, aber das sind schlichte Maßnahmen, mit denen ich relativ zügig große Effekte erzeugen kann. Fahrradstellplätze, sichere Abstellplätze sind sicherlich auch ein Thema und die Unterstützung von Call a Bike oder anderen Leihfahrradsystemen ist der dritte Schritt, den ich sehen würde. Also nochmal, es ist kein Zauberwerk, das umzusetzen politisch. Ja, danke. Die Frage nach dem Wachstum noch? Ja, die zweite Frage war das Thema Carsharing, was wir tun können, um Carsharing. Die schlichte Antwort ist, nutzen Sie Carsharing, probieren Sie es aus, reden Sie darüber, kommunizieren Sie darüber. Aber die beste Lobby dafür ist es, Carsharing auszuprobieren oder im Bezirk daran zu arbeiten, dass Stellplätze freigegeben werden im kommunalen Verbund. Das sind Dinge, die Sie tun können. Ich persönlich bin der Meinung, am meisten können Sie tun im Bereich CO2-Minimierung, im Bereich der Mobilität durch zwei ganz schlichte Dinge, neben denen, die wir gerade diskutiert haben. Das eine ist weniger fliegen. Das ist wirklich ganz schlicht. Sie können unglaublich große Effekte durch weniger Fliegen erzeugen. Sie müssen ja gar nicht mehr fliegen, aber weniger fliegen, denke ich, an der einen oder anderen Stelle geht schon auch. Und das andere ist anders, sich zu ernähren. Mal hin und wieder weniger Fleisch zu essen. Das Momentum dieser beiden schlichten Dinge, die man gar nicht mehr ganz lassen soll, aber ein bisschen weniger tut, da können Sie enorme Mengen an CO2 einsparen, die Sie an anderer Stelle dann wieder verpulvern können, wohlmöglich. Das heißt, da kommen zwei Problembereiche auch unmittelbar zusammen. Wir haben hier leider nur ein Mikrofon. Es kommt noch eine weitere Frage auf mit einem lokalen Bezug, und zwar zu Stuttgart 21. Inwiefern halten Sie denn damals den Entscheid für richtungsweisend? Also denken Sie, dass Stuttgart 21 für die Nachhaltigkeit und Ökologie ein Zeichen gesetzt hat? Das ist eine Fangfrage, oder? Das ist jetzt... Na ganz klar, ich habe mich nicht so viel mit Stuttgart 21 beschäftigt, wie man das vielleicht von einem Mobilitätsforscher erwarten könnte. Was ich weiß, was meine Kritik daran wäre, es geht ja immer um die Verteilung knapper Mittel in der Verkehrspolitik, in der Infrastrukturpolitik. Und für mich wäre es klüger gewesen, den Hamburger
Hafen-Hinterlandverkehr, wo große Engpässe sind im Bereich Güterverkehr, mit diesem Geld zu optimieren und die Engpässe zu beseitigen, damit der Güterverkehr auf der Schiene wieder besser rollen kann, als das viele Geld in Stuttgart in die Erde zu verbutteln. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass es darum geht, nicht die Verkehrswertigkeit des Systems hier, des Bahnsystems zu verbessern. Das ist gar nicht so groß der Effekt, sondern es geht vor allen Dingen darum, Flächen oberirdisch freizubekommen, die man dann im Immobilienbereich neu vermarkten kann. Das ist nicht klug in meinen Augen. Jetzt könnte man das Geld besser einsetzen. Und ich habe gerade noch eine Frage nicht beantwortet, das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Machen Sie sich keine Sorgen, Carsharing-Systeme, Rufbus-Systeme, digitale Ridesharing-Konzepte und so weiter sind Sachen, die gerade diskutiert werden. Ich war gerade in Österreich. Österreich hat ja viele ländliche Regionen, die zum Teil auch sehr stark abgehängt sind. Die experimentieren mit großem Erfolg, eben auch mit solchen Systemen im Bereich der ländlichen Regionen. Da wird niemand abgehängt. Vielen Dank, Stefan Rammler. Die Zeit geht wie immer viel zu schnell vorbei, aber ich denke, es waren viele spannende Anstöße und Bekräftigungen von Bereichen, in denen doch immerhin ein bisschen schon in Bewegung ist. Und wir haben jetzt als Nächsten auf der Bühne jemanden, der an den politischen Schrauben unmittelbarer drehen kann, nämlich Winfried Herrmann. Der auf Wikipedia ganz offiziell mit seinem freundlichen Spitznamen Winne Herrmann beschrieben wird. Er stammt aus Rottenburg am Neckar, ist seit 33 Jahren bei den Grünen, war für seine Partei im Landtag, war im Bundestag und ist seit 2011 Verkehrsminister hier in Baden-Württemberg. Man könnte sagen, im Auge des Hurricane, da wo die Autoindustrie sitzt, ist es wahrscheinlich nicht ganz so leicht, das zu verfolgen, was er uns jetzt vorstellen möchte, nämlich das nachhaltige Verkehrskonzept für Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Ja, tut nicht, oder? Jetzt tut's. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind alle gut angereist, unfallfrei und natürlich nachhaltig. Jedenfalls herzlich willkommen hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Ich bin wirklich froh, dass Sie unser Land sozusagen von der schönsten Seite heute kennenlernen können. Es gibt ja bei uns den Slogan, schmeckt den Süden. Heute kann man ihn auch schwitzen, den Süden. Also auf jeden Fall ist es wunderbar und bei uns ist es öfters so schön hier. Meine Aufgabe ist es jetzt, rede ich laut genug? Meine Aufgabe ist jetzt, das Thema nachhaltige Mobilität auf Baden-Württemberg zu übertragen. Oder andersrum gesagt, wie kann es sein, dass man im Autoland Baden-Württemberg nachhaltig mobil wird? Geht es überhaupt? Ich meine, und das ist unsere erste These, die Mobilitätswende ist möglich und sie ist nötig und ist gerade ganz besonders nötig und möglich in Baden-Württemberg. Wenn ich das so sage, muss ich nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, was ist eigentlich heute nicht nachhaltig? Wir bauen doch die schönsten Autos und die sind alle so sauber und so. Nein, nein, aber bei genauer Betrachtung, und das ist die Grundlage unseres Handelns, dass wir analytisch erstmal feststellen, unsere jetzige Art, wie wir uns bewegen, wie wir transportieren, die ist nicht nachhaltig. Ich beziehe mich jetzt auch sehr stark auf Baden-Württemberg, was keiner lange gewusst hat, dass wir zum Beispiel in Baden-Württemberg ein Drittel aller Treibhausgase kommen aus dem Verkehrssektor, ist mit Abstand inzwischen der größte Bereich. Ein Drittel, doppelt so viel wie aus dem Industriebereich. Oder, anderes Thema, Feinstaub, NOx. Wir sind das Land mit den meisten Umweltzonen. Nicht, weil wir so umweltfreundlich sind, sondern weil wir so viel hochbelastete Gebiete haben, wo man die Luft reinhalten muss mit Luftreinhalteplänen. Wir haben Lärmprobleme, Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch. Die Hälfte der verbrauchten Fläche ist bei uns Verkehrsfläche. Das ist übrigens fast allen Ländern ähnlich. Und wir haben natürlich einen ungerechten Zugang zu Mobilität. Auch das kann man übrigens nicht nur bei uns beobachten. Die, die am meisten mobil sind, die alle Verkehrsträger nutzen können, die wohnen garantiert nicht am Flughafen oder an einer lauten Straße, sondern die wohnen im Grünen und haben aber alle Zugänge. Also es ist nicht sozial gerecht, wie wir die Mobilitätsangebote machen. Und was man oft vergisst, die jetzige Mobilität ist wirklich mordsmäßig. Im wahrsten Sinne dieses Wortes.
In Baden-Württemberg sind es immer noch ein ganzes Dorf pro Jahr, was auf den Straßen stirbt. Und übrigens global gesehen ist es ja wirklich besonders beeindruckend. Es sind 1,2 Millionen Menschen, die pro Jahr im Autoverkehr sterben. Wenn man sich mal nur kurz bewusst macht, wie berührt wir waren, als 170 Menschen mit dem Flugzeug abgestürzt sind in Frankreich. Wie uns das tagelang, wochenlang beschäftigt hat, man überlegt hat, was man machen müsste und was man ändern müsste. Aber wir nehmen es hin, dass Jahr für Jahr 1 Million Menschen im Verkehr stirbt. Wir wissen heute, dass im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen im Verkehr gestorben als in den 2 Weltkriegen zusammen. Das muss sich mal bewusst machen, das ist nicht nachhaltig, deswegen ist es auch eine große Herausforderung, daran anzusetzen. Wir haben uns als Landesregierung ja das Leitbild der Nachhaltigkeit gegeben. Und bezogen auf den Verkehrssektor ist es dann, wir wollen Baden-Württemberg zur Pionierregion für nachhaltige Mobilität machen. Was heißt das? Wir wollen Menschen nicht daran hindern, dass sie nicht mobil sind, sondern wir wollen ihnen Mobilität ermöglichen, und zwar allen gerecht, allen, nicht nur speziellen Gruppen, alle Mobilität ermöglichen, aber eben so, dass sie nicht klimaschädlich, nicht umweltschädlich sind, dass sie sozialverträglich sind und dass es auch noch ökonomisch effizient, also auch vernünftig ist. Das wollen wir erreichen entlang, ich würde mal sagen, entlang von Teilleitbildern, die ich so umschreiben möchte. Wir wollen erstens die beste Technik in allen Verkehrsträgern fördern und wir wollen die Verkehrsträger untereinander vernetzen. Wir wollen zweitens Beschäftigung in diesem Bereich halten und Innovationen schaffen. Und wir wollen drittens die Mobilität im Einklang, wirklich im Einklang mit Mensch, nicht zulasten der Menschen, und im Einklang mit der Natur, nicht zulasten der Natur, ermöglichen. Und viertens, wir wollen mit Mobilität die Lebensqualität steigern und nicht schlechter machen. Das will ich jetzt ausführen und auch ein bisschen mit Beispielen hinterlegen, wie wir es angehen, wo wir Probleme haben, was wir so machen. Erstes Teilleitbild, nachhaltige Mobilität nutzt die beste Technik und vernetzt die Verkehrsträger. Damit mache ich auch deutlich, ich halte nichts mehr von alten Debatten, fährst du Rad oder Auto oder fliegst du überhaupt, sondern ich glaube, man muss akzeptieren, dass in einer modernen Welt alle Verkehrsmittel da sind. Und es ist sozusagen die Herausforderung von Politik, dass wir alle Verkehrsmittel und alle Verkehrsträger möglichst ökologisch machen. Vom Flugzeug bis zum Auto, vom Omnibus bis zur Eisenbahn. Alle Techniken sind erheblich verbesserungsbedürftig und wir haben natürlich auch auf der Schiene Fahrzeuge, die sind so alt, dass sie nicht mehr umwelt- oder klimaverträglich sind. Also wir müssen in allen Bereichen die Technologien vorantreiben. Das gilt insbesondere natürlich im Bereich des Autos. In Baden-Württemberg wird 80% aller Bewegungen werden übers Auto abgewickelt und 80% aller Transportvolumina werden über den Straßengüterverkehr abgewickelt. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir sind da sehr viel autolastiger als andere Länder. Und wenn man dann sagt, aber wir wollen jetzt alles auf die Schiene verlagern, dann ist man eigentlich schon gescheitert. Das funktioniert nämlich nicht mehr. Rein quantitativ funktioniert es nicht mehr. Also muss die Herausforderung sein, der Lkw-Verkehr wie der Pkw-Verkehr muss technologisch besser sein. Deswegen werden Sie auch auf unseren Straßen vergleichsweise viele Fahrzeuge mit Elektroantrieb, mit Hybridantrieben finden und wir wollen das weiter vorantreiben. In Stuttgart gibt es ja die etwa 500 autostarke Flotte, E-Car-to-go, elektrische Autos, die auf den Straßen herumstehen, die man, wenn man Besitzer einer Karte ist, die man leicht bekommt, nutzen kann, unterwegs sein kann, elektrisch. Man stellt sie wieder ab, andere können sie weiter benutzen. Das ist eine moderne Form von Carsharing, ein Beispiel dafür, neue Techniken, neue Nutzungsformen. Und diese Autos sollen so sein, dass sie eben nicht dazu führen, dass man mehr Auto fährt, sondern dass man für den einen Zweck, wo man Auto braucht, das Auto nutzt. Und für die anderen Zwecke eben mit Bus, mit Bahn, mit Rad oder zu Fuß unterwegs ist. Also Ziel einer modernen Mobilitätspolitik ist, dass man überhaupt Wahlmöglichkeiten schafft, dass man die Chance hat, eben nicht mit dem Auto zu fahren, sondern auch mit dem Rad zu fahren, dass man die Chance hat, gut mit dem öffentlichen Verkehr voranzukommen und dass man eben halt auch mit dem Rad fahren kann, ohne dass man gleich zu Schaden kommt.
Wir entwickeln zum Beispiel auch die neuen Technologien im Bereich der Informationstechnologie, zum Beispiel Apps. Wie plant man eine Reiseroute und welcher ökologische Fußabdruck steckt hinter so einer Reiseroute? Wie kann ich die Verkehrsmittel miteinander verbinden? Stefan Rammler hat es ja schon gesagt, wichtig ist die Vernetzung. Ich würde fast sagen, das zentrale Wort moderner Mobilitätspolitik ist die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger. Und das ist genau über Jahre und Jahrzehnte vernachlässigt worden. Die einen haben Autopolitik gemacht, die anderen haben ÖPNV-Politik gemacht, Radpolitik. Nein, moderne Politik muss das miteinander verknüpfen. Und wir haben hier in der Region Stuttgart vor, dass wir in einem Kranz um die Stadt herum an Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen zum Beispiel Radstationen aufbauen, wo man sein Pedelec sicher abstellen kann, das mit Photovoltaik laden kann tagsüber und abends kann man es wieder sicher mitnehmen und in die Stadt reinfährt und in der S-Bahn oder mit der Stadtbahn. Also diese Art von Verknüpfung versuchen wir an verschiedenen Stellen und konsequent hier in der Region und auch im ganzen Land zu machen. Wir wollen mit neuen Technologien aber auch erreichen, dass der Verkehr flüssiger ist, Autoverkehr, aber auch der öffentliche Verkehr, dass Kunden wissen, wo sie sind, wann die Bahn kommt und nicht an einem Fahrplan orientiert sind, der nicht gilt, sondern in Echtzeit die Kunden informiert werden. Das sehen Sie hier übrigens in Stuttgart an den Haltestellen schon überall. Da wird nicht gesagt, U14 kommt 20.15 Uhr, sondern sie kommt in 3 Minuten. Und dann wissen Sie, sie kommt wirklich in 3 Minuten. Echtzeit und andere Dinge sind wichtige Elemente einer modernen, informativen Mobilitätskultur, gerade auch im öffentlichen Bereich. Zweiter Bereich, nachhaltige Mobilität ist für uns Motor für Beschäftigung und zugleich für Innovation. Manche sagen, wie könnt ihr in Baden-Württemberg, wo der ganze Wohlstand am Auto hängt, wie könnt ihr gegen das Auto sein? Man muss sagen, ja, das ist schwierig. Und mein Ministerpräsident hat ja zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, weniger Auto wäre besser als mehr. Das ist ihm dann ziemlich vorgehalten worden und uns allen ist vorgehalten worden. Ich würde das heute so formulieren, wir brauchen mehr, bessere, das heißt ökologischere Fahrzeuge. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort und das muss man auch in Baden-Württemberg so deuten, denn wir leben tatsächlich hier vom Automobilbau und dem Verkauf. Rund 300.000 Arbeitsplätze hängen direkt am Auto und an der Zulieferindustrie und nochmal 300.000 leben an der, oder von der Mobilität, von der Organisation Verkauf und Mobilität, also auch im ÖPNV. Von daher kann die Antwort nur lauten, wie schaffen wir es, dass unsere Autos so viel besser und grüner werden, dass sie auf Dauer global klimaverträglich sind. Denn eins ist sicher, die Autos von heute können nicht noch weitere 20, 30 Jahre in der Form verkauft werden. Die werden in wenigen Jahren unverkäuflich sein, weil zu viel Ressourcenverbrauch, zu viel Energieverbrauch, zu unökonomisch, zu viel Materialverbrauch. Und deswegen sagen wir, das Auto der Zukunft ist grün oder es gibt keine Autos mehr oder man verkauft sie nicht mehr. Also wir wollen die Autos grüner machen, also möglichst klimafreundlich antreiben, moderne Antriebssysteme herausfordern und wir wollen die Produktion auch so organisieren, dass sie möglichst ressourcenschonend ist und dass die Produkte selber auch ressourcenschonend sind. Das kann ein funktionierendes Geschäftsmodell sein. Jedenfalls, wir glauben immer noch, man kann mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben und wer keine grünen Ideen hat, der wird sehr bald nur noch rote Zahlen schreiben. Dritter Bereich, das ist eine große Herausforderung, Mobilität im Einklang mit Mensch und Natur zu organisieren. Ich habe es deutlich gemacht, Mobilität ist gefährlich. Deswegen ist es für uns ein richtig großer Schwerpunkt, das Thema Vision Zero, also möglichst keine Verkehrstoten. Wir haben ein integriertes Konzept und wir gehen systematisch die Infrastruktur an und schauen, wo ist in der Infrastruktur ein Bereich, der Menschen potenziell tötet, wenn sie einen Fehler machen. Also müssen Schilder scharfkantig sein, dass Motorradfahrer sich aufschlitzen oder geht es auch anders? Da gehen wir systematisch rein, Straßenraumbetrachtung. Wir sanieren Straßen konsequent auch nach Sicherheitsthemen, nicht nach wie kann man schnell fahren, sondern wo sind Unfallschwerpunkte, besondere Risiken, wie kann man die beseitigen. Überhaupt beim Thema Straßenbau, will ich sagen, haben wir vermutlich die größte Wende inzwischen schon vollzogen.
Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass es Schluss ist mit den Neubauorgien im Bereich Straßenbau und dass man sich endlich darauf konzentriert, dass man das, was man hat, erhält und saniert. Also das bestehende Netz erhält und saniert. Und dass man Schluss macht mit Versprechungen, dass jeder Minister, jedem Dorfbürgermeister und jedem Stadtbürgermeister eine Umgehungsstraße verspricht, die dann doch nie kommt oder Jahrzehnte später, sondern dass man auch damals sozusagen an Bescheidenheit und Intelligenz appelliert, weil man, wir haben viel Infrastruktur, es kommt darauf an, die zu erhalten und intelligenter zu nutzen. Und letzter Punkt, ich sehe schon, ich habe doch länger gebraucht, ich möchte gerne, dass wir unsere Städte, unsere Lebensräume nicht länger vom Auto dominiert sehen, sondern dass wir Schluss machen mit dem Leitbild der autogerechten Stadt und stattdessen eine Stadt, eine Siedlung wollen, die menschengerecht ist und die Lebensqualität ermöglicht. Also das Auto sukzessive etwas rausdrängen, andere Verkehrsarten nach vorne schieben, die Lebensqualität ermöglichen, fördern. Das ist vor allen Dingen Fußverkehr, systematisch den Radverkehr fördern und damit erreicht man eine ganz andere Lebensqualität in der Stadt. Das kann man immer wieder sehen, wenn man in Städte geht, wo das schon ist. Und Sie haben es gestern erlebt, Sie werden es in den nächsten Tagen erlebt. Die Menschen, die jetzt hier sind zum Kirchentag, die führen ja dazu, dass bestimmte Bereiche verkehrsberuhigt werden. Da ist ein anderes Leben, da ist menschliches Leben, kein Autolärm. Das ist schön. Ich komme zum Schluss. Sie sehen, nachhaltige Mobilität ist möglich, selbst im Autoland. Allerdings braucht man dafür eine Strategie, also eine politische Verantwortung. Man muss es durchsetzen. Wir brauchen Menschen in der Gesellschaft, die sagen, ich bin dabei, ich mache mit, ich wirke politisch als Nachfrager und ändere auch meinen Lebensstil, meine Konsummuster. Und wir brauchen natürlich auch die Wirtschaft und die Wissenschaft. Gerade im Autoland wird man nicht gegen die Automobilindustrie andere Autos herstellen, sondern wir müssen von der Automobilindustrie erwarten, dass sie bessere, andere, nachhaltige Produkte liefert und auch entsprechende Dienstleistungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine kurze Frage würde ich Ihnen gerne stellen und zwar bezieht sie sich genau auf das, was Sie am Schluss gesagt haben. Ich weiß nicht, ob man den Vergleich unmittelbar ziehen kann, aber bei der Energiewende war es ja so, dass die Wirtschaft, die großen Unternehmen, man kann eigentlich sagen, bis heute zwar sagen, ja, müssen wir machen, aber können wir uns auch noch ein bisschen Zeit lassen. Wie ist es in der Autoindustrie? Nehmen Sie es da auch so wahr, dass man zwar sagt, ja, müssen wir machen, aber brauchen wir noch ein bisschen länger und B, was kann man tun, um da Beschleunigung reinzubringen? Müssen wir vielleicht doch einfach Gesetze machen? Ihr müsst ab sofort die und die Obergrenzen einhalten, die und die Materialien verwenden. Also der Vergleich Energiewende, Verkehrswende ist möglich, den halte ich sogar für richtig. Und die, sozusagen die widersprüchlichen Interessen sind in beiden Bereichen gleich. Also bei der Energiewende waren ja die großen Stromkonzerne, die eigentlich die alten Strukturen am liebsten halten wollten und auch erkannt haben, man müsste auch ändern. Also auf der einen Seite im Vergangenen hängend und damit Profite machen und das Neue schon auch ein bisschen zulassen, aber nicht so schnell. Im Autobereich genau das Gleiche. Nehmen wir denn hier direkt ansässigen Konzern Daimler-Benz. Die haben Top-Autos, die heute mit Hybridqualität und mit Elektromobilität sind, die richtig super sind. Aber gleichzeitig verkaufen sie natürlich auch Produkte, die von früher sind, die sehr teuer sind, viel verbrauchen und so weiter. Und je länger man die noch verkaufen kann, desto länger geht das Geschäft. Das neue Geschäftsmodell funktioniert noch nicht so. Und da ist es jetzt die Aufgabe der Politik zu treiben. Denn meine Überzeugung ist es, wenn wir den Wechsel verschlafen oder wenn die Wende zu langsam wird, dann werden wir am Ende in die Röhre schauen. Denn ich glaube nicht, dass man in China noch lange wartet, bis man zum Elektroauto kommt, weil die Probleme dort in den Megastädten sind so groß, dass die irgendwann, wenn sie technisch so weit sind, einfach sagen, Schluss jetzt mit Verbrennung, wir fahren jetzt nur noch elektrisch. Bei den Zweirädern haben sie es zum Beispiel schon gemacht. Also es gibt einen politischen Druck, den man erzeugen muss, aber natürlich auch einen gesellschaftlichen, den man auch braucht. Vielen Dank für die super Überleitung nach China. Es gibt massenweise Fragen, glaube ich, aber wir warten jetzt erst noch auf den Input desjenigen, der sich in China gut auskennt, Christian Hochfeld. Er
war mal Vizedirektor des Öko-Institutes und ist jetzt als Berater für nachhaltige Technologien, ich glaube, so ziemlich in aller Welt unterwegs, aber in den letzten Jahren eben in China, und wird uns jetzt ein bisschen erzählen, ob das stimmt, was Winfried Herrmann gesagt hat, dass die chinesische Forschung und Wirtschaft uns womöglich schon davon zieht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Gräfe, und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und einen schönen guten Tag. Ich denke, erst einmal vielleicht, um mit einem kleinen Fehler aufzuräumen, ich bin nicht mehr in China, sondern wieder hier in Deutschland, und ich bin auch ganz froh, wieder in Deutschland zu sein. Aber an Tagen wie heute fühlt man sich zumindest an die Zeit in China erinnert. Das ist nicht oft so, aber wenn man mit der U-Bahn hier anreist, dann ist das etwa so wie in den Stoßzeiten in Peking, wenn man U-Bahn fährt. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, nicht nur eine schöne Erinnerung, sondern auch ein Zeichen, dass wir hier in einem Land leben, insbesondere hier in Baden-Württemberg, mit einem sehr ambitionierten Verkehrsminister, wo wir versuchen, nachhaltige Mobilität zu erzeugen, Mobilität nachhaltig zu machen. Meine Rolle heute wäre, das Ganze noch etwas dramatischer darzustellen, weil es ist dramatisch. Und es ist nicht so, als könnten wir uns noch mehr Zeit lassen, diese Mobilität, so wie sie heute ist, weiterlaufen zu lassen. Und die Politik der kleinen Schritte, die Herr Rammler angedeutet hat, würde ich recht geben, aber es müssen sehr, sehr schnelle kleine Schritte sein, denn wir müssen sehr, sehr viel schneller weiter vorwärts kommen. Und deswegen würde ich gerne vielleicht etwas berichten aus der Zeit in China. Und wenn Sie die 5 Jahre in China leben und sich dort mit nachhaltigem Verkehr beschäftigen, dann ist das Erste, was Sie erleben, etwas mehr Demut. Es gibt ein Zitat von Woody Allen, der nicht ein Experte nachhaltiger Mobilität ist, aber der ein Großstadtneurotiker ist. Und wenn Sie in Großstädten, in den Schwellenländern leben, bekommen Sie auch hin und wieder eine Neurose. Und er sagt, Zuversicht ist das, was du hast, wenn du das Problem noch nicht verstanden hast. Und das ist, glaube ich, im Thema nachhaltige Mobilität auf jeden Fall leider richtig. Wir reden erst einmal, und das gilt, da steht China stellvertretend für andere Länder, über einen sozusagen Problemdruck, der nicht vergleichbar ist. Der Problemdruck, und ich hoffe, ich treffe jetzt nicht zu viele von Ihnen, der Problemdruck in Peking oder in Beijing, wie es heißt, sicherlich ein anderer als in Böblingen. Und deshalb ist auch dort erst einmal Demut angesagt, im Sinne von, was können Sie eigentlich verändern, wenn Sie diesen Menschen auch Entwicklungen zugestehen. In den nächsten 15 Jahren, das heißt bis 2030, wird erwartet, dass 350 Millionen Menschen zusätzlich in chinesische Städte ziehen. Damit werden mehr als 1 Milliarde Menschen allein in China in Städten leben. Das ist so, als würden Sie die gesamte Bevölkerung der USA nach China in die Städte bringen. Es gibt in China 150 Städte schon heute mit mehr als 1 Million Einwohner. Die sind dann etwas größer als Stuttgart schon heute. Und Sie können sich vorstellen, was das für einen Druck auf das Verkehrssystem ausübt. Die Menschen ziehen in die Stadt, um wirtschaftlichen Profit zu erzeugen, um auch gesellschaftlich sich weiterzuentwickeln. Und Verkehr ist erst einmal unterstützend und wird sehr, sehr schnell zum Hemmschuh dieser Entwicklung in China. So ist es in Peking inzwischen so, dass sie nicht mehr medikamentös dort arbeiten können oder prophylaktisch das System aufrechterhalten können, sondern dass in Peking der sogenannte Luftröhrenschnitt eigentlich gemacht worden ist, damit die Stadt überhaupt noch leben kann. Wir haben in Peking mit 20 Millionen Einwohnern 6 Millionen Pkw. 2010, als ich nach Peking gekommen bin, hatten wir allein in einem Land, in einem Jahr einen Zuwachs von 1 Million Pkw in dieser Stadt. Viele dieser Pkw werden hier in Baden-Württemberg hergestellt. Und wir saßen zusammen mit einem Vertreter des chinesischen Umweltministeriums, der sagte, ich war beeindruckt, ich war bei euch in Baden-Württemberg, habe mir das angeguckt, was ihr da tut, das ist umwerfend. Dann waren wir in der gläsernen Fabrik, und ich hoffe, das gilt auch für andere Hersteller, aber auch für den Hersteller dort. Toll, was da für Autos gebaut wird, der Phaeton. Und ich habe gehört, 80% des Phaetons exportiert ihr zu uns nach China.
Und wenn ihr das weiterhin tun wollt, dann erwarten wir im höchsten Maße, dass ihr uns helft, auch mit den Umweltproblemen dieser Form der Mobilität umzugehen, die in China damit verbunden sind. Und ich glaube, das zeigt, dass es nachhaltige Mobilität nicht nur eine lokale Form ist, sondern eine internationale, eine globale Aufgabe, wo wir hier in Deutschland in besonderem Maße, gerade als Exportland, gerade als Anbieter von Mobilität, auch gefordert sind. Der Titel der Veranstaltung heute ist Mordsmobil und es geht in keinem Land so extrem wie in China. Die Verkehrstoten mit 70.000 offiziell gemeldeten sind da nur das Geringste. Es gibt chinesische Forscher, die gerade berechnet haben, wie wirkt sich die Luftverschmutzung auf die verkürzt oder auf das verkürzte Leben der Menschen dort aus. Und es gehen in 10 Jahren 5 Millionen Lebensjahre der Menschen dort verloren, allein durch die Luftverschmutzung. Ich war mit meiner Familie dort in China, mit meinen beiden Töchtern. Und wenn Sie hier schauen, jeden Morgen, heute zum Beispiel, na, brauche ich noch eine Jacke? Wie sieht die Temperatur aus? Oder können wir im T-Shirt rausgehen? So schauen Sie in Peking, wie sehen die Luftwerte denn aus? Wie ist die Luftverschmutzung? Gehen wir heute mit Atemschutzmaske raus oder nicht? Als Expat sozusagen haben Sie die Chance, irgendwann dieses Land zu verlassen. Die Menschen, die in Peking leben, werden das Land nicht verlassen, wollen das Land nicht verlassen, sind also dieser Luftverschmutzung ausgeliefert. Und wenn wir von Stuttgart, der Hauptstadt des Feinstaubs, reden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl das dramatisch ist, man muss es belächeln. Die Luftwerte, über die wir in Peking reden, sind das 20-fache des Grenzwerts, wo hier Verkehrsvermeidungen bzw. Straßensperrungen vorgenommen werden. Das mal 20 sind Luftwerte, die in Peking häufiger auftreten. Das zeigt, was für ein dramatischer Druck auf diesem System ist. Wenn wir uns das anschauen, nicht nur die Luftverschmutzung, sondern auch das Klima, der Klimaeffekt, so wird uns diese Dramatik und dieser enorme Handlungsdruck noch mal klarer. Ich würde gerne von den nationalen Zielen mal ausgehen. Heute haben wir CO2-Emissionen in Deutschland von 700 Millionen Tonnen, 600 Millionen Tonnen. Das ist natürlich auch etwas davon abhängig, wie Sie es berechnen. Wir haben als Bundesrepublik uns das Ziel gesetzt, diese Emissionen bis 2050, also bis in 35 Jahren, um 85-95% zu senken. Wenn wir das tun und schon schauen, dass es einen Sockel gibt aus der Landwirtschaft, den wir nicht vermeiden können, dann müssen wir bis 2050 die gesamte Mobilität in Deutschland emissionsfrei gestalten. Und das müssen wir nicht nur, weil wir das sozusagen als nationales Ziel haben, sondern überhaupt, um Menschen in Schwellen- und auch in Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. In China gehen wir heute davon aus, dass wir haben heute 100 Millionen Pkw im chinesischen Markt. Vielleicht zum Vergleich nochmal, der Stock in Deutschland 40 Millionen. In 2030, 35 reden wir über 400 bis 500 Millionen Pkw, wenn sich nichts ändert. Dass das nicht mit den Klimazielen, die wir haben und die wir erreichen müssen, um die Erwärmung zu minimieren und die Erwärmung in einem verträglichen Maße zu halten, dass das nichts damit zu tun hat, zeigt, dass das Veränderungen bedarf und Veränderungen schneller, als das in den letzten 35 Jahren der Fall war. Wenn ich zurückblicke, ich war vor 35 Jahren 10 Jahre, was sich seitdem geändert hat, ist das sicherlich eine Menge. Doch es ist verhältnismäßig wenig im Vergleich zu dem, was sich ändern muss bis 2050 mit unserem Verhalten und mit der Mobilität, wie sie derzeit hier und auch weltweit besteht. Man kann jetzt denken, Mensch, man kommt sehr deprimiert aus China wieder, wenn man sich das anschaut und wenn man weiß, wie hoch der Druck ist, etwas zu verändern. Aber umgekehrt kann man auch sagen, so schnell wie in China Innovationen stattfinden, geschieht das auch nirgends auf der Welt. Herr Herrmann hat das eben angedeutet. Vor 5 Jahren, als wir in China unsere Arbeit begonnen haben, haben wir auch über das Thema Carsharing geredet. Ist das etwas, was für China
ein Modell sein könnte, um die Innenstädte zu entlasten. Damals haben uns alle angeschaut, Carsharing, was ist das? Man hat das verwechselt mit Carpooling, wo sie eben sozusagen gemeinsam ein Auto nutzen. Das wird sehr, sehr schnell in China mit schwarzen Taxisystemen in Verbindung gebracht. Das war ein No-Go. Heute redet die Pekinger Stadtregierung darüber, sich Gedanken zu machen, zu sagen, Carsharing-Flotten, die ihr betreibt, 2.000, 3.000 Fahrzeuge in einer Stadt mit 500.000 Fahrzeugen, das ist okay, das ist schön, das ist interessant, aber wenn müssen wir das in China anders denken. Dann müssen wir die gesamte Innenstadt für den privaten Pkw-Verkehr sperren und dann haben wir eine Carsharing-Flotte von 100.000, 200.000 Pkw, die alle genutzt werden können mit der Karte für den öffentlichen Verkehr und dann haben wir einen Innenstadtbereich. In China ist das innerhalb einer bestimmten Ringstraße, wo nur noch öffentlicher und geteilter Verkehr stattfindet. Und wenn Sie sich so ein System ausdenken, dann sehen Sie, dass Sie sehr, sehr viel weniger Autos brauchen, um die Mobilität in dieser Stadt aufrechtzuerhalten und die gleiche Mobilität zu haben, die Sie heute haben. Und was das heißt, ist nicht nur, dass Sie die Klimaziele erreichen, sondern so wie Herr Herrmann das auch gesagt hat, dass Sie eine lebenswertere Stadt haben. Ich wohne in Berlin, jetzt wieder inzwischen. Dort ist in meinem Bezirk alles zugeparkt. Und ich denke jedes Mal bei den steigenden Mietpreisen, die, glaube ich, hier noch viel höher sind, also ich glaube, in Baden-Württemberg könnte ich nicht leben, aber bei diesen Preisen denke ich immer, warum schenkt die Stadt Autobesitzern Parkplätze? Ein Quadratmeter kostet, wenn ich ihn kaufe, in Wohnraum 3.000 Euro plus oder mehr. Ein Stellplatz kostet 40 Euro im Jahr als Straßenparker für 5 oder 6 Quadratmeter. Ich finde ehrlich gesagt, das ist nicht fair, weil man braucht diesen Raum in der Stadt, wenn wir die Stadt lebenswert gestalten wollen und verdichten wollen, für andere Dinge, für Kirchentage, aber auch für das städtische Leben und nicht für den Pkw. Deshalb, glaube ich, kann man schon sagen, wenn man aus dem Ausland wieder kommt und man kann dann auch etwas freier reden, weil man dann auch im Notfall wieder zurückgeht, wenn dann die Menschen hier nicht mehr mögen, dass das Auto in der Innenstadt keinen Platz mehr hat. Der Privat-Pkw wird in der Innenstadt keinen Platz mehr haben. Und ich denke, daran müssen wir uns gewöhnen und diese Gewöhnung wird auch nicht so schlimm sein, denn die Lebensqualität der Stadt wird steigen und die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wird genauso sein. Singapur ist auf dem besten Wege dahin. Singapur hat eine Ausschreibung gemacht für eine große geteilte Flotte, wo sie ausrechnen, dass man dadurch die Privat-Pkw, die in der Stadt sind, etwa auf ein Drittel reduzieren kann. Und wenn Sie sich vorstellen, was das heißt an Lebensqualität für eine Stadt, dann ist das enorm. Ich sehe, wir sind am Ende, beziehungsweise die Zeit ist zu Ende. Lassen Sie mich sozusagen dann eben mit dieser Positivbotschaft schließen. Auf der einen Seite, dass wir sozusagen sehen, dass nachhaltige Mobilität in Ländern, wo der Problemdruck höher ist, auch eine höhere Innovationskraft hat und diese Systeme sich verändern. Für uns heißt das aber auch mit Blick auf Herrn Herrmann, wenn wir nicht in der Lage sind, uns schneller verändern und schneller zu reagieren, werden wir irgendwann diese Lösung aus diesen Ländern bei uns einführen und nicht in der Lage sein, mehr Exportnation zu bleiben, weil die Mobilitätsdienstleistungen und Produkte, die wir derzeit anbieten, werden in Schwellen- und Entwicklungsländern in Zukunft nicht mehr gebraucht. Das heißt, es ist auch ein Warnsignal für die Wirtschaftskraft, nicht nur für sozusagen die Lebensqualität und die Umweltqualität, sondern auch ein Warnsignal an unsere Wirtschaft. Und in dem Sinne, Mordsmobil, sollte die Mobilität der Zukunft nicht der Todesstoß für die deutsche Wirtschaft sein. Und da, denke ich, sollten wir auch darauf achten, dass deshalb die Geschwindigkeit der kleinen Schritte doch sehr, sehr hoch halten, wenn wir die Mobilität international nachhaltig gestalten wollen. Vielen Dank.
So, liebe Zuschauer, das war unsere zweite Sendung heute vom Kirchentag in Stuttgart, der 35. Evangelische Kirchentag in Deutschland, der 4. in Stuttgart, der unter diesem ganz besonderen Motto stand dieses Jahr, damit wir klug werden. Und wir haben uns hier jetzt umgeschaut, ausgiebig, haben Vorträge angehört und Interviews gemacht und wir wissen jetzt auch, dass dieses Motto tatsächlich seine Berechtigung hat. Stefan, was meinst du? Ja, die Frage ist ja immer, wie passt eigentlich Leben mit der Energiewende mit dem Kirchentag zusammen? Das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Jetzt heute am Ende dieses Tages weiß ich, Kirchentag beschäftigt sich sehr viel mit Umweltfragen. Umweltfragen sind sehr viel auch Energiefragen, sind auch Mobilitätsfragen. Und so passt es am Ende sehr gut zusammen, finde ich, dass Leben mit der Energiewende, Kirchentag, Mobilität und Verkehr einfach ein Ding sind, an dem wir weiterarbeiten müssen. Was ich auch interessant finde, was die Mobilität betrifft, also Elektromobilität, dass es nicht nur darum geht, dass wir nur umsteigen von einer Energieform auf die andere und nur ersetzen, sondern dass wir insgesamt auch reduzieren. Was Stefan Rammler in seinem Vortrag sagte heute, das hat mir unheimlich gut gefallen, es kann nicht nur unser Ziel sein, 100.000 Elektroautos auf die Straße zu bringen, sondern unser Ziel muss vor allem sein, 100.000 Verbrennerautos von den Straßen zu bringen, um die Städte zu entlasten und um einfach das städtische Leben wieder attraktiver und freundlicher zu machen. Ja, da sind wir dann ja auch wieder beim Winne Hermann, der gesagt hat, ja, die lebenswerte Stadt. Und die Stadt wird durch Autos per se mal nicht lebenswert. Also der ganze viele Parkraum, die Abgase, der Lärm machen Städte eben nicht lebenswert. Und Verkehrswende heißt eben auch auf Lärm verzichten, heißt auf Abgase reduzieren. Und das kriegt man vielleicht auch mit Elektroautos hin, aber kriegt man auch damit hin, dass man Radverkehr fördert, sehr stark fördert, dass man den öffentlichen Verkehr mit Bus und Bahn sehr stark fördert und dann wird aus der Verkehrswende auch ein Ding. Ich hoffe ja mal, dass die S-Bahn-Preise ein bisschen sinken. Also wenn ich meine Söhne, wenn ich meinen Söhnen Fahrtgeld in die Hand drücke für einmal Stuttgart und zurück, dann sind wir halt mal kurz 24 Euro los. Das ist halt schon auch ein ordentlicher Betrag. Wobei die Klimaerwärmung fragt jetzt nicht zuerst nach dem Preis. Mhm. Also Klimaerwärmung ist ein globales Problem, das betrifft uns weltweit, die wir alle in diesem Boot Erde drin sitzen. Und da ist jetzt nicht zuerst nach dem Preis gefragt, das muss bezahlbar sein. Aber wir müssen schauen, dass wir die Erwärmung, das Anstieg der Meeresspiegel, dass wir Abschmelzen von Gletschern, dass wir das Thema Stürme und Dürren zum Beispiel im Griff behalten. Im Moment ist unsere Welt noch sehr lebenswert, aber das kann sich schnell ändern. Darum geht es bei der Energiewende. Okay, ich bin überzeugt, die 24 Euro kann sie auch nur zusammen. Außerdem sollte ihr nicht so viel in die Stadt fahren, sondern in Walderstadt ins Kino gehen. Ja, und dann bist du mal auch noch schon bei Christian Höchst, Christian Hochfeld, Experte für Elektromobilitätsexperte und in China unterwegs, der erzählt, also dass in China die Menschen so auf die Straße gehen, wie wir nach dem Wetter schauen, um uns zu überlegen, ob wir eine Jacke anziehen oder nicht, ob es kalt oder warm ist draußen. So schauen die Leute aus dem Fenster und schauen, ob sie eine Feinstaubmaske brauchen oder ohne gehen können. Und das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und wenn man bedenkt, dass, wie er sagte, in Kürze 1 Milliarde Menschen in Chinas Großstädten leben wird, dann kann man schon erschrecken. Es ist ja nicht so, dass China ein eigenes Klima hat, USA ein eigenes Klima hat, Indien ein eigenes Klima und Europa ein eigenes Klima und wir regional neu entscheiden müssen, wie weit bringen wir die Energiewende oder die Verkehrswende hier und wie weit bringen wir sie da, sondern wir haben nur ein Klima und eine Atmosphäre und wenn es kippt, dann kippt es für uns alle. Und es gibt noch andere Länder und andere Kontinente, die einfach nachziehen wollen. Denk mal an Indien. Genau. Im Moment fahren die da mit ihren Tuk-Tuk rum. Wenn die alle mal Auto fahren, dann wird es auch ganz schön eng. Und hoffentlich sind es dann wenigstens Elektroautos. Tuk-Tuk, ich dachte, die fahren Tata. Okay, genau. Und seltsam finde ich natürlich auch, dass in China zum Beispiel schon Elektroautos unterwegs sind, die man hier anscheinend noch gar nicht erfinden konnte, weil so schnell es dann ja auch nicht geht. Großen Einfluss hat aber auch der öffentliche Verkehr, also Dieselbusse zum Beispiel. Ein Dieselbus
hat so viel Emissionen wie 20 Pkw. Das heißt, wenn ich einen Bus elektrifiziere, ist das gleichwertig, als wenn ich 20 elektrische Autos fahre. Also das hat natürlich auch einen ganz großen Einfluss, zumal die ja sehr viel Fahrzeit haben. Und bei uns haben Autos ja sehr viel Stammzeit vor allen Dingen. Also soll ich jetzt auch nicht Bus fahren? Doch, Elektrobus. Nein, das Wichtige wäre, dass auch unsere etablierten Bushersteller, jetzt denke ich mal an diese große Firma mit dem großen Stern, dass die auch elektrische Busse anbietet und sich aus diesem Markt nicht zurückzieht, was sie im Moment tun. Also ich fange mal mit dem Elektroauto an. Ich hoffe, bei der nächsten Sendung habe ich eins. Ute, da feiern wir ein Fest. Okay, Stefan. Ja, okay. Wir machen eine Extra-Tour. Wunderbar. Mit Sendung. Wir machen unsere Energiewende, wir machen unsere Verkehrswende, wir bleiben dran am Thema und tragen das weiter in Leben mit der Energiewende. Okay. Okay? Also, Stefan, danke, dir hat Spaß gemacht. Tschakka. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.